Hauptversammlung der Schweizer Großbank UBS. Die Eidgenossen wollen mit ihren obersten Bankern hart ins Gericht gehen. Einst war man stolz auf die UBS wie aufs Matterhorn. Doch in der Krise verzockten sich die Banker. Steuermilliarden retteten sie vor dem Aus. Doch von Selbstkritik heute keine Rede. Trotz des emotionalen Gegenwindes sind aber die jetzt Verantwortlichen nicht bereit, sich ständig im Büßergewand zu zeigen und sich dauernd für Vergangenes zu entschuldigen. Tiefe Einschnitte in unsere Geschäftsfeldern wären weder erfolgsversprechend noch sind sie nötig. Also alles weiter wie früher? Aktionäre sind entsetzt. Die UBS hat 2009 einen Multimilliardenverlust eingefahren. Ein Desaster. UBS-Aktionäre haben 2009 einen Multimilliardenverlust erlitten und bekommen keine Dividende. Ein Desaster. Die UBS-Führungsriege hat sich für 2009 einen Multimilliardenbonus gegönnt. Mehr als ein Desaster. Das ist ekelerregend, unverantwortlich und unanständig. Da wird es einem übel, Herr Grübel. Die Welt am Schuldenabgrund? Die Finanzwirtschaft wieder vor dem Kollaps? In Pittsburgh suchten die Mächtigen der Welt schon einmal nach Auswegen. G20-Gipfel im vergangenen Jahr. Wie beseelt reden alle von Regulierung und Kontrolle. Die Illusion ist verführerisch. Am Ende nichts als Versprechen. Der wesentliche Inhalt heißt, dass es keine Märkte, keine Marktteilnehmer und auch keine Produkte mehr auf der Welt geben soll, die nicht einer bestimmten Regulierung oder Transparenz unterworfen sind. Es gibt kein Zurück zu den schlechten Zeiten. Kein Zurück zu einem Zocker-Bonussystem. Die Banker müssen mehr Verantwortung zeigen. Es wird wieder Zeit für Gewinne geben. Es wird wieder Zeit für Boni geben. Aber nicht jetzt. New York. Manhattan im Hier und Heute. Nicht die Zeit für Boni? Von wegen. Über 140 Milliarden Dollar wurden für das vergangene Jahr ausgeschüttet. Ein Rekord. Deshalb ist auch er wieder da. Präsident Obama besucht die Wall Street. Er sagt, was viele Amerikaner denken, geißelt die ungebrochene Gier der Banker. Die freie Marktwirtschaft wurde nicht als Selbstbedienungsladen erfunden, in dem man sich nehmen kann, was man will, wann man es will. Ich bin heute hier, um zu den Titanen der Finanzindustrie zu sprechen. Ich möchte sie dazu drängen, mit uns an einem Strang zu ziehen, anstatt gegen uns zu kämpfen. Eines wird man nie ändern können. Die Leute kommen an die Wall Street, um Geld zu machen. Man kommt nicht, um eine Fähigkeit zu lernen oder die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Menschen verlieren Geld, Menschen verdienen Geld. So ist es eben. Und sie kommen immer wieder zurück, solange es die Anreize gibt. Der Einfluss der Banken, kein Zufall. In den USA, aber auch hierzulande, zählen sie zu den größten Parteispendern. Die Macht der Finanzwirtschaft, die Machtlosigkeit der Politik. Und es bauen sich schon wieder neue Finanzblasen auf. Und während die Staaten und die Bürger noch immer mit den Folgen der Krise kämpfen, bis zur Stunde, genehmigen sich Teile der Finanzbranche schon wieder gigantische Boni bei den Investmentbanken. Mit denselben Geschäftsvorgängen, die zu der Krise geführt haben. Haben die Betreffenden überhaupt verstanden, was auf dem Spiel steht? Sie haben verstanden. Sie wissen aber auch, ohne sie geht es nicht. Sie sind systemrelevant.
Und sie wollen lieber das Spiel selbst gestalten, als sich die neuen Spielregeln aufdrängen zu lassen. Einerseits natürlich auch, weil man einsichtig war und ja sehr schnell gesehen hat, dass gewisse Übertreibungen an den Märkten korrigiert werden müssen. Und dort hat man ja sehr, sehr schnell korrigiert. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, glaube ich, wenn wir nicht jetzt im Sinne der Selbstregulierung etwas tun, gerade wenn es um die Vergütungshöhe geht, dann werden wir mit irgendwelchen Maßnahmen regulatorischer oder politischer Art zu rechnen haben. Und das ist die zweitbeste Lösung. Immer mehr haben offenbar verstanden. In New York und anderswo protestieren Zehntausende gegen die Unbelehrbarkeit der Zocker im Nadelstreifen. Nicht die Gesellschaft soll dem Kapital dienen, sondern das Kapital der Gesellschaft. Wenn die Banker so weitermachen wie bisher, dann ist Finanzblase 2, 3, 4 und 5 natürlich bereits vorhersehbar, inklusive Staatsbankrotte, inklusive allen weiteren Elementen aus der Horrorkiste der Ökonomie. Und wo das dann alles enden soll, das wage ich noch nicht mal zu prophezeien. Der Casinobetrieb, der hat ja wieder begonnen. Die Anleihenberge, die wachsen ja und die Banken verdienen mit diesen Emissionen der Anleihen und damit verdienen auch die Investmentbanker wieder sehr, sehr gutes Geld. Und ich habe so das Gefühl, dass die Banken völlig vergessen, dass sie der Allgemeinheit über die Bankenrettungsschirme zu verdanken haben, dass es sie überhaupt noch gibt. Die Staats- und Regierungschefs der G20 sollten darauf bestehen, dass die Finanzindustrie, wie in Pittsburgh gesagt, einen, ich zitiere das, fairen und substanziellen Beitrag zur Bewältigung der Kosten der Krise leisten. Der Kapitalismus am Ende?